Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming und hier mit einer weiteren Map-Tour. Und zwar geht es hier diesmal nach Clarkson, und zwar die Karte Clarkson US vierfach, kommt vom Autor MN99, MN97 und Martin N. Downloadgröße 126,82 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Es ist eine Vierfachkarte, sagt das natürlich der Titel ganz klar. Also hier eine große Karte, die auf jeden Fall erstmal nur für PC und Mac erschienen ist. Das Hauptaugenmerk der Karte sind die großen und weiten Felder, um vor allem in Multiplayer die großen Maschinen an die Grenzen zu bringen. Das heißt also eine große Karte mit riesengroßen Feldern. Wir werden uns diese gleich dann ansehen. Wir machen einen ganz kurzen Überflug über die Karte. Also ich habe jetzt eingeschaltet 20-fache Fluggeschwindigkeit. Und ihr könnt sehen, es geht ziemlich langsam vorwärts, weil es tatsächlich eine Vierfachkarte ist. Und ihr könnt sehen, die Felder sind riesengroß. Sind aber sehr organisch geformt, also nicht quadratisch praktisch gut, sondern hier definitiv sehr organisch in die Landschaft eingebaut. Was auch auffällt, ist die schöne Anbindung des Umlandes um die Karte rum. Also es ist definitiv sehr, sehr schön gemacht. Es gibt ein bisschen Forstgebiete hier, dann gibt es hier unten ein Riesensilo. Wir schauen uns diese dann gleich im Detail an. Auf jeden Fall. Dieses Feld hier ist riesengroß. Ich glaube, ich müsste dann jetzt einfach mal nachgucken. Also hier kommt gerade die Anzeige auf und das sagt, das Feld hat eine Fläche von 383 Hektaren. Also da kann man gut und gerne mal wirklich die gigantisch großen Maschinen anwenden. Hier kommt man mit kleinem Gerät wahrscheinlich einfach nicht wirklich voran. So, das ist die Karte. Man sieht, es ist auch nicht wirklich flach. Es hat also hügelig, also nicht so wie die Slowenien Hills, aber auf jeden Fall gibt es hier Erhebungen und kleine Täler. Hier auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte. Hier ist unser Haupthof, mit dem wir dann auch starten, wo wir auch starten, wenn wir als neuer Farmer starten. Das schauen wir uns jetzt gleich im Detail an. Wir gehen gleich mal runter, dann können wir uns erstmal den Hof ansehen. So kommen wir raus, wenn wir uns in die Karte einladen, hier bei unserem Farmhaus hier. Natürlich darf die US-amerikanische Flagge nicht fehlen. Wir haben hier unseren kleinen Garten. Wir haben sehr viele Fragezeichen hier, die kann man natürlich dann nutzen oder nicht. Wir haben hier eine große Anzahl an Collectibles, die da verbaut worden sind. Ich kann ja mal gucken, was diese bringen. Ein Wasserfass bringt 1000 Euro. Dann gibt es andere. Ich nehme mal an, das sind die Elm Creek Collectibles, die hier verbaut sind. Also man hat hier ziemlich viele, gerade am Anfang hier am Hof stehen. Wir gehen mal rum. Das haben wir hier einmal die Halle, die hat Solarzellen oder Sonnenkollektoren auf dem Dach. Das ist die Lona-Halle hier. Dann haben wir hier unsere Gerätschaften, die schauen wir uns gleich im Detail dann an. Also wir haben mal diese Halle, die ist ziemlich groß. Dann gehen wir mal hier rum, dann haben wir hier unser Silo-Komplex stehen. Also ein riesen Silo-Komplex hier, der hier verbaut ist. Ich nehme mal an, gehen wir mal hier rum. Genau, das ist die Ablade, Belade und Abladefläche hier, die Stelle. Dann haben wir hier, wie wir sehen, auch eine riesengroße Halle. Da hören wir eine Halle hier. Deswegen haben wir hier drüben auch noch eine Halle stehen. Das ist ein Unterstand hier, der mit dieser Halle zusammenkommt. Das ist das hier. Und hier haben wir, wenn ich mich nicht irre, hier haben wir die Werkstatt. Also der Reparatur-Trigger ist hier. Diese Halle ist hier verbaut. Die ist Standard. Auch sehr schön, diese Hörmann-Halle.
Wir schauen uns mal das Start-Equipment an. Also wir starten mit natürlich großen Traktoren und zwar dreien. Wir haben den 8R, den 410er, den 7R, den 350er. Das ist ein kleiner oder mittlerer oder Großtraktor. Und wir haben den Rostelmasch, den RSM 2375. Also wir sind hier eigentlich sehr gut bedient mit größeren Traktoren. Natürlich wird wahrscheinlich dann jeder dieser verkaufen und dann die ganz großen kaufen. Den R9, den 8, den 9R und so weiter und so fort. Ja. Des Weiteren haben wir einen Drescher, den Axial Flow 7150 stehen. Mit natürlich seinem Maisgebiss. Dann haben wir einen Kipper stehen. Wir haben eine Scheibenecke mit der Arbeitsbreite von 12 Metern und wir haben eine Seemaschine, Einzelkorn-Seemaschine stehen für den Maisanbau. Also man ist hier ausgerüstet erstmal für den Maisanbau. Das sind die Geräte, die wir haben bei Beginn hier als neuer Farmer. Gibt also aber genügend Platz, sich weitere Gerätschaften hinzuzukaufen. Das ist kein Problem. Wir schauen uns mal die Karte an. Also wir sehen hier, wir haben hier, lass mich lügen, 10 Felder. Genau, 10 Felder sind hier vergeben. Fläche der Felder, das kleinste Feld ist das Feld 9 mit großer Wahrscheinlichkeit. Also die Parzelle 9 hat eine Fläche von 16 Hektaren. Dann haben wir natürlich das größte Feld, ganz klar 420 Hektaren an Parzellenfläche. Wir haben vorhin gesehen, 380 Hektaren ist die Feldgröße an sich. Es gibt hier natürlich dann auch kleinere Plots, gerade im Forstgebiet gibt es hier kleinere Parzellen, die gekauft werden können. Der Preis ist entsprechend angepasst, 18 Millionen, 19 Millionen für das große Feld. Wir haben die kleinen Parzellen hier, die kosten dann so um die 200, 300, 400.000 Euro. Wir haben auch, ja. Wir starten aber mit einem ziemlich großen Startvolumen, und zwar haben wir das ganze Umland, das zu uns gehört. Das sind auch 300 Hektaren. Dann haben wir dieses Teil hier, das sind dann auch noch mal 8 Hektaren. Und wir haben eben, wie gesagt, diesen Komplex hier rundherum. Dazu gehört noch das Feld 7, was auch zu uns gehört. Das sind 30 Hektaren und wir haben diese Waldfläche hier, die gehört auch zu uns. Die beträgt auch knappe 30 Hektaren. Wir schauen uns mal an, welche Produktionen verbaut sind. Wir haben zum einen die Bäckerei hier oben, die Spinnerei gleich nebenan. Deswegen haben wir die Getreidemühle. Wir haben eine 1 Megawatt Biogasanlage. Wir haben die Müslifabrik. Wir haben die Traubenverarbeitung. Das heißt also, Trauben sind definitiv ein Bestandteil hier. Dann haben wir das Sägewerk, die Molkerei. Und haben die Schreinerei hier an der Ecke. Wir haben auch hier noch die Ölmühle. Das sind also diese Produktionen, die verbaut sind. Also wir können hier schon sehen, da ist wahrscheinlich Oliven sind hier angebaut oder Trauben. Auf jeden Fall haben wir diesen Aspekt hier in dieser Karte auch schon mit eingebaut. Dann haben wir die Ladestationen, die wir haben. Das ist einmal die Tankstelle hier. Dann haben wir eine Kalkstation. Wir haben eine zweite Kalkstation, wir haben das Sägewerk, wir haben eine Biomethan-Tankstelle, das ist schön zu sehen, und wir haben eine weitere Kalkstation. Abladestation, also Verkaufsstellen, haben wir das Feed and Grain South, dann haben wir den Viehhandel, auf unserem Hof haben wir den Silo-Komplex stehen, wir haben das Fastfood-Restaurant, wir haben den Gesteinbrecher hier im Waldstück drin. Dann haben wir hier den Johnson Farmers Market und das wären, glaube ich, dann alle Verkaufspunkte gewesen, die auf der Karte mit verbaut sind. Dann schauen wir uns mal den Aussaatkalender an. Der scheint mir auch Standard zu sein, also alles so wie gewohnt. Des Weiteren schauen wir uns den Verkaufskatalog an. Wir sehen also die Hauptfrüchte. Sind alle verkaufbar. Dann haben wir natürlich auch die Trauben, die verkauft werden können, Oliven auch.
alles in Ordnung hier im grünen Bereich. Tomaten, Zucker, Kartoffeln, Zuckerrüben und Zuckerrüben Schnitzel können verkauft werden. Baumwolle, Zuckerrohr auch. Dann haben wir Verkaufspunkte für Eier, Wolle, natürlich dann die Milch, Hackschnitzel, und da wir eine Biogasanlage haben, kann auch die Silage verkauft werden. Gras, Stroh und Heu können an den Viehhandel verkauft werden. Wir haben die Tankstellen. Dann haben wir bei den Produkten können verkauft werden Mehl, Brot und Kuchen. Das heißt, die Bäckerei ist also abgedeckt. Die Molkerei kann verkaufen die Butter, den Käse, der ist auch abgedeckt. Die Spinnerei kann den Stoff nicht weiterverkaufen, ebenso wenig die Kleidung. Zucker, die Zuckerfabrik kann natürlich das weitere Produkt weiterverkaufen. Honig kann natürlich auch verkauft werden. Die Müslifabrik, die verbaut worden ist, kann das Müsli nicht verkaufen, was wiederum etwas ist, was ich nicht verstehe. Wenn eine Karte da ist, wo die Produktionen eingebaut sind und diese nicht verkauft werden können, diese Produkte, dann ist es für mich ein Fehler, weil es müsste, die Karte müsste absolut spielbar sein, ohne zusätzliche Mods. Das ist hier nicht gegeben. Wir haben die Müslifabrik eingebaut, aber können das Produkt nicht verkaufen. Dann haben wir die Ölmühle, das ist klar, die kann verkauft, das Produkt kann verkauft werden, die Rosinen auch und so weiter. Auch selbst die Erzeugnisse aus dem Treibhaus kann verkauft werden. Schokolade kann nicht verkauft werden, Brettereien natürlich in der Schreinerei, aber die Möbel wieder können nicht verkauft werden. Der Rest ist alles in Ordnung, selbst wir haben ja schon gesehen, dass ein Gesteinbrecher da ist. Ich schaue noch mal ganz kurz auf die Produktion und schalte wieder alles ein. Ja genau, hier haben wir die Müslifabrik, aber das Produkt, was die Müslifabrik herstellt, kann nicht verkauft werden, standardmäßig. Für mich ein großer Fail. Tiere sind keine verbaut, standardmäßig. Verträge sind verfügbar, natürlich nicht sehr viele. Und wenn ja, dann sind das große Aufträge, natürlich entsprechend der Weltgrößen. Da es ja aber nur 10 Fälle gibt, also daher wirklich eine eingeschränkte Anzahl von Aufträgen, die generiert werden. Und wenn ein Vertrag gemacht werden will, muss man sich dafür gut Zeit nehmen, weil die Felder, wie gesagt, hier 383 Hektar für das Feld 1 und 60 Hektar für Feld 2. Klar, wird auch entsprechend großes Gerät zur Verfügung gestellt. Nichtsdestotrotz, man muss sich also die Zeit nehmen. Produktionen sind keine standardmäßig sofort dabei. Also wir starten nicht mit einem Produktionsgebäude, das gerade direkt zum Hof gehört. Auf jeden Fall, ja, das ist Standard eigentlich. Mein einziger Anstoßpunkt ist definitiv einfach, dass die Produkte aus den verbauten Produktionsstätten nicht verkauft werden können. Wir machen nochmal einen kurzen Überflug auf die Karte. Hier schön zu sehen, dass es sehr bergig sein kann. Also die Neigungen darf man nicht unterschätzen, gerade wenn man mit großem Gerät unterwegs ist. Also hier diese Kurven mit großem Gerät zu nehmen. Also wenn man hier mit dem Seedhawk oder mit dem GoPack um die Kurven fahren will, dann würde ich da auf jeden Fall empfehlen, dass man die beiden Elemente separat rausfährt aus dem Hof. Sonst ist das schwierig, gerade hier in diesem Waldstück quasi diese Kurven zu nehmen mit diesen enorm großen und langen Geräten. Ja, das ist ein bisschen tricky, dass man hier oben auf dem Berg haust und dann quasi durch diese engen Kurven runter muss. Das heißt, man muss gutes Fahrgeschick haben oder man fährt natürlich den anderen Weg raus hier. Aber ja, auf jeden Fall eine Herausforderung. So, das ist hier ist die Müslifabrik, ein riesen Silo-Komplex hier angebaut ist. Was auch auffällt am Anfang ist, dass man einen Traktor vergeblich auf dem Hof sucht. Der Traktor, der natürlich zu unserem Hof gehört, der steht am Anfang komischerweise mitten auf einer Straße. Und wir können auch sehen, dass direkt sich hier ein Stau gebildet hat. Das heißt, wenn ich jetzt das hier aus dem Weg fahre, dann wird die Stadt oder das Dorf direkt
mit Verkehr überschwemmt. Ja, dieser Traktor, wenn man den sucht auf dem Hof, also nicht weiter suchen. Wir wissen, wo der steht. Der ist nämlich hier auf der Straße irgendwo hingestellt. Komisch, noch nie gesehen. Das ist etwas Neues, was ich so noch nicht gesehen habe. Ja, auf jeden Fall, das ist die Situation. Ich glaube, auch hier ist der Schlauch nicht angeschlossen. Jetzt geht es auch schon flinker unterwegs. Jetzt ist der Schlauch auch angeschlossen, vor allem wenn man manuelles Ankuppeln aktiviert hat. Dann fahren wir hier mal einfach auch zur Seite hin, damit der Verkehr hier frei rollen kann. Das ist auf jeden Fall zu bedenken. Damit würde ich jetzt diese Kartentruhe hier auch schon wieder abschließen. Es gibt nicht viel zu sagen. Es sind ja schöne große Felder vorhanden. Also wer die großen Geräte benutzen möchte, kommt hier voll auf seine Kosten. Ich würde hier wahrscheinlich, wenn ein Multiplayer starten, dann tatsächlich nur mit einem Hof starten, wo quasi alle zusammenarbeiten. Weil wenn hier zwei, drei Höfe drauf sind, werden die Feldflächen sehr schnell knapp. Ja, oder man teilt sich dann die Felder noch auf, also macht dann mehrere Felder da draus. Ja, ist eine Möglichkeit. Okay, dann würde ich sagen, lasst mir doch den Daumen da, falls euch diese Kartentour gefallen hat. Holt euch doch das Abo. Wollt ihr keine weiteren Inhalte vom Mr. Bauer Gaming Kanal zum LS22 verpassen? Ja, dann würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke, tschüss und hasta luego.